Bautechnisch ist das Gewicht hier super interessant für uns. Wir brauchen keinen zusätzlichen Autokran heute hier. Auch das spart Kosten und lässt gerade bei kleineren Anlagen einfach einen viel besseren Einbau zu. Vergleichbare Systeme, die 5 bis 6 Tonnen wiegen, liegt der Akkuabschalter bei 2,2, 2,3 Tonnen. Sprich, mit jedem normalen größeren Baugerät ist der einzusetzen. Das sind für uns, für den Bauablauf, natürlich super Kriterien. Gegenüber bestehenden Systemen ist das so, dass der Polymerbetonabscheider in sich mit der nicht vorhandenen Beschichtung langlebiger, dauerhafter bestehen wird. Wir müssen weitergehend berücksichtigen, dass der Polymerabscheider mit verklebtem Material arbeitet. Wir haben nach dem Einbau teilweise Nachprüfungen gemacht. Die Verklebungen gehen also mit den Erdbewegungen mit. Und das ist das Produkt, was ich unterstützen kann. Wir hatten verschiedene Entscheidungsgründe, die dazu geführt haben. Einerseits ist das eine langfristige Investition in die Zukunft. Wir haben an dem Abscheider zukünftig keine Sanierungsarbeiten mehr durchzuführen. Das ist aus Umweltgesichtspunkten super und auch von der Kostenseite perfekt. Wir haben also einmal die Beständigkeit des Polymerbetons. Wir haben die anfällige Beschichtung entfernt. Wir haben eine Vereinfachung des Koaleszenzmaterials, eine Verbesserung der Funktionsfähigkeit und durch das Verkleben eine hergestellte Dichtheit, die sehr schwer zu toppen ist.